dream. I've lost my way and there's nobody to blame, nobody to call to. I was doing fine, what the fuck did I involve you? Wreck as I am, I would never. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon Kristall. Und ja, wir waren in der letzten Folge hier stehen geblieben vor diesem Zerschneiderbusch, den wir nun, ja, zerschneiden können. Und zwar mit Mirabla. Und ja, jetzt kommen wir endlich hier durch. Und als erstes Pokémon haben wir Felino, da Felino momentan noch am schwächsten ist. Und ja, was taucht mal wieder auf? Ein Mirabla, diesmal aber Level 7. Jo, will aber kein Mirabla. Ich hoffe ja inständig wieder auf ein Shiny zu treffen. Naja, dann lassen wir einfach mal Schutz aktiviert. Oder nicht aktiviert. So passt's eher. Mod wäre vielleicht auch cool. Obwohl, ich will eigentlich nicht so viele Käfer-Pokémon trainieren. Nee. Also hier finden wir definitiv nichts, was wir gebrauchen könnten. So, Schutz eingesetzt. So, und wir finden erstmal einige Items. Unter anderem dieses X-Angriff. Dann hier noch einen Hyperheiler. Und ja, man findet auch viele andere Items. Hier müsste auch noch irgendwas rumgammeln. Na? Oder auch nicht. Naja, jedenfalls hier ein Gegengift noch. Und in Kristallen gibt es hier einen neuen Trainer, den gab es in Gold hier damals nicht. Ah, hier war es, glaube ich. Oder? Ach, ich weiß auch nicht mehr, wo dieser blöde Äther war. Also hier war irgendwo noch ein versteckter Äther gewesen. Hier ist jedenfalls ein sichtbarer Äther. Aber kämpfen wir doch erstmal gegen unseren lieben Trainer hier vorne. Denn der freut sich bestimmt, von Felinos Schwanz gepuncht zu werden. Schleich dich nicht an, du hast ja meinen Pokémon verjagt. Ich hab doch Schutz. Du kannst gar keine Pokémon treffen. Und da kommt der neue Käfersammler, Tiss. Ich habe ihn jetzt Tiss genannt. Also, Diss heißt es ja definitiv nicht. So, Ledbar Level 8 ist jetzt nicht unbedingt die stärkste Level. Aber sehr dienlich für Felino, dass es nicht das stärkste Level ist. Denn Felino ist gerade selbst nicht so auf dem höchsten Level. Superschall geht daneben, das ist gut. So, Aquaknarre trifft und der Superschall leider Gottes auch. So, jetzt bin ich erstmal verwirrt. Wunderbar, Felino, genau das sollst du nicht machen. So, Ledbar tackelt mich jetzt. So, ich bin schon nicht mehr verwirrt. Ging relativ schnell. Bleibt abzuwarten, wann Ledbar wieder mit Superschall angreift. Sofern Ledbar überhaupt nochmal angreifen kann. Ah, ganz, ganz knapp. Und ja, da kommt schon wieder der Superschall angeflogen. Und Felino greift aber dieses Mal an. Und das bedeutet zugleich... Felino erreicht mal endlich ein Level, nämlich Level 13. Und Felino erlernt mal knallhart Rohrnix. Warum auch nicht. So, Paras wird neu eingesetzt. Paras ist Level 10. Slam? Ah, ich bin ja noch verwirrt. Mal gucken, wie viel der abzieht. Circa die Hälfte. So, jetzt bin ich paralysiert und verwirrt. Welches Item würde sich dann nicht besser handhaben als hier ein Heilpuder? Felino ist wieder fit. Das ist bitter. Nein! Schon interessant, dass da extra noch die Meldung kommt mit das ist bitter. Die kommt natürlich in den neueren Generationen nicht mehr. Und ja, Kämpfersammler Tiss wurde besiegt. Und ja, da haben wir den ersten und den letzten Trainer im Steineichenwald besiegt. Es gibt aber noch was abzustauben. Eieiei, hier war doch irgendwas noch, oder? Bin ich blöd? Hier war doch irgendwas noch. Ja, ein Supertrank, den es noch versteckt gibt.
So, und jetzt mal gucken, was es hier zu entdecken gibt. YOLO! Hi! Das macht Spaß, ja. Dann schütteln wir doch auch ein paar Bäume mit Kopfnuss. So. Jetzt aber die Frage natürlich. Wir können jetzt zwar Kopfnuss beibringen jemandem, aber wollen wir wirklich ein Pokémon, das im Baum drin ist? Das habt ihr natürlich zu entscheiden. Also, wenn ihr wisst, welches Pokémon ich trainieren soll, einfach nur her mit. Und es ist wirklich ziemlich eine Live-Folge. Ja, hier ist der Hater. Jedenfalls ist es ziemlich eine Live-Folge, weil ich habe das jetzt gestern aufgenommen und es ist schon hochgeladen. Also, von daher werde ich da relativ zügig und direkt drauf antworten. Indem ich das Pokémon vielleicht sogar fange oder nicht. Je nachdem, welches Pokémon wie oft schon vorgeschlagen worden ist. Ich habe schon so eine Art Liste gemacht. Und ja, da wird sich dann rausstellen, welches Pokémon ich hier noch trainieren soll. Beziehungsweise welche Pokémon ich hier noch trainieren werde. So, hier trainiere ich. Ja, sieht man. Das sieht man. Der liebe Teenager fordert mich schon heraus. Der liebe Guido. Fehlen nur noch die Locken von Guido. So, die Level werden immer höher. Wir fangen jetzt schon mal auf Level 7 an. Eigentlich sind wir schon wieder auf dem Niveau vom Knorfensa-Turm zurückgelangt. Aber es soll mir gerade recht sein, denn Felino ist gerade mal Level 13. So, der Rutenschlag geht daneben. Rutenschlag hat damals nur eine Genauigkeit von 95 gehabt. Das konnte in der dritten Generation nicht mehr passieren, denn Silberblick und Rutenschlag hatten hundertprozentige Genauigkeit drin bekommen. So, Habitak wird eingesetzt. Habitak ist Level 8. Ja, gehen wir doch lieber auf Slam über. Aber das war jetzt vielleicht gar nicht so klug, denn Heuler senkt meinen Angriff. Das heißt, Habitak wird die Attacke trotzdem überleben. Oder auch nicht. Warum auch? Hier, Felino macht alle nieder. So, das nächste Habitak. Auch wieder Level 8. Yay, und der Habitat-Keuler ist ja mal echt klasse. So, der Felino-Slam geht mal daneben. So. Habitat senkt meine Werte ganz schön enorm. Mein Angriff gesenkt, meine Verteidigung gesenkt. Bleibt abzuwarten, was Habitat noch so im Petto hat. So, Felinos Attacken gehen andauernd daneben, wieso ich jetzt auf Aquaknarre übergehe. Und ja, das mächtige Habitak Level 8 hat ganz schön viel Schaden gemacht dafür, dass es nur Level 8 ist. Ich glaube, Trank wird hier in dem Falle sogar nicht reichen. Energiestaub. Das arme Felino. Das ist bitter. Nein! Sei doch süß. Das ist süß. So, Habitak senkt und senkt meine ganzen Werte. Ich weiß bloß nicht, wozu im Moment. Volltreffer! Unnötig! So, das letzte Pokémon ist ein Sandan. Kommt mir gerade gelegen. Das ist sogar Level 10. Oh. So, ein Kratzer zieht 15 KP ab. Bedingt auch durch die viele Verteidigungssenkungen hier natürlich. Sandan sollte einfach mal Einigler machen. Perfekt, Sandan! Du hast eine logische Strategie. Ich meine, die KI von der zweiten Generation ist noch ziemlich übel. Aber das sollte sich dann in den kommenden Generationen verbessern. So, Level 14 für Felino. Und ja, der liebe Guido ist besiegt. So, dann gehen wir mal frotig-rotig weiter und der nächste Trainer lässt schon kaum auf sich warten. Der liebe Matthias will kämpfen. Und der letzten Snoboline, was ein bisschen rumhüpft. Level 13 jedenfalls ist es. Und sogar weiblich. Passt eigentlich gar nicht voll zum Mann. Überhaupt nicht voll zum Mann. Es sei denn, er ist mit Snowball verheiratet. Das würde dann natürlich passen. Boah, nein, meine Initiative sinkt stark. Sag mal, Slam geht schon zum zweiten Mal daneben. Eieieiei. Und wieder ein Volltreffer. Und Slam macht enorm wenig Schaden. Eieiei. Und Supertrank gerade mal zweimal.
Heje, heje, heje. So, jetzt kommt er schon mit Rutenschlag. Eieiei. Felino bräuchte mal dringend eine Bodenattacke. So, mein Angriff ist jetzt auch im Keller. Gut, dass ich mit Aquaknarre angreife. Das geht nämlich auf Spezialangriff. Und ja, da kommt schon die herrliche Beere, die den Schaden wieder wettmacht. Also das ist mir zu blöd. Es ist Snowball einfach geröstet. So, Biss kann mir jetzt relativ egal sein. Jetzt kriegst du eine Glut ab und das sollte die Sache beenden. Und das tut's auch. Und der liebe Matthias ist weg vom Fenster. Warum muss es auf diese Weise enden? Tja, eure Beziehung endete abrupt. Punkt. Der nächste Trainer lässt kaum auf sich warten. Ich bin der Pokémon-Experte in meiner Klasse. Das ist schon der nächste, liebe Trainer. Lorenz will kämpfen. Und er sendet Mankey in den Kampf. Mankey ist Level 10. Ich glaube, für Mankey gibt es sogar einen Kristall zu fangen, soweit ich mich erinnere. Und vielleicht einen Kampftyp, den ihr unbedingt haben wollt. Nur so am Rande erwähnt mal. Fußkick. Ich weiß nicht, wie viel das abziehen hat. 10 KP, okay. Herr Jemini, der Slam macht ja Mankey fast fertig. Und ja, die Aquaknarre gibt Mankey den Rest. Was ein Glück. Ach Gott, schon wieder ein Volltreffer. Das gibt's doch nicht. Der hat noch einen Dick da. Ich glaube, das war sogar Level 12 gewesen. Das ist aber mir gerade recht, denn Dicta ist anfällig gegenüber von Wasserattacken und damit auch gegen Aquaknarre. Wie ihr seht, zwei Aquaknarre geben Dicta hier den Rest. Das Beste an Heuler. Dicta. Dictas Heuler ist ja echt episch. Sogar epischer als Habitax Heuler, meiner Meinung nach. So, 207 Erfahrungspunkte. Felino. Ach, Felino. Felino. Ach, Felino. Jetzt bin ich enttäuscht. Bim, bim. Bist du ein Trainer? Hast du Lust auf einen Übungskampf? Ja, natürlich! Übungskämpfe sind doch was Tolles. Die liebe Gudrun will kämpfen und setzen Abspaß ein. Abspaß! Level 9, wieso sie noch nicht mal angreifen können. Und ja, da fängt schon an. Wie ein Carpador platschen sie umher. Hoffnungslos. Um besiegt zu werden. So, Rutenschlag senkt zwar meine Verteidigung, aber wie gesagt, Hauptschross kann mit keinerlei Attacke angreifen. Ein Hauptschross erlernt in Kristall Tackle auf Level 10. Sehr, sehr bitter. Hauptschross das zweite Carpador, im Prinzip, wenn man so will. Und ja, das nächste Hauptschross mit dem nächsten Rutenschlag, das mir zwar die Verteidigung senkt, aber im Prinzip nichts ausrichten kann. Heieiei. Und wieder ein Platsche. Platsch, 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 platsch. Nichts geschieht. So, die Aquaknarre hat gereicht, um dieses Hauptspross ebenfalls zu besiegen. Und Bisasam muss ich jetzt leider wechseln. Das ist, glaube ich, auch Level 12 gewesen. Ne, Level... Ja, doch, Level 12. So, Igelava. Kriegen Rankenhieb ab, der ist aber nicht sehr effektiv. Und da wir Nacht haben, können wir gegen einen zusätzlichen Trainer auf dieser Route kämpfen. Das kann man normalerweise nur nachts, von daher kommt das gerade gelegen. Oh nein, ich habe noch nie gewonnen. Ja, dann würde ich mir mal ernsthafte Gedanken machen. Annette Picknicke! Hi Tanja! Wie geht es dir? Hier Annette, mir geht es gut, aber... Ich langweile mich zu Tode. Huch, verwirrt. Och, sorry. Toll, Annette. Könntest mal die Telefonnummer auch richtig einspeichern. So, diese Trainerin hier ist ganz, ganz wichtig, denn die findet Items und darunter auch ganz, ganz wichtig, einen Blattstein. Ja, und deswegen speichern wir mal Gudruns Nummer. In der Hoffnung, dass sie uns irgendwann mal callt und sagt, oh, ich habe einen Blattstein gefunden. Würde mal gerne... hier dir den geben. So für nichts und nichts wieder.
So, hier in der Pension ist ein Supertrank, den man nur aufheben kann, wenn in der Pension kein Pokémon ist an dieser Stelle. Ich glaube, bei der Frau darf das Pokémon nicht sein. Bin mir da aber nicht 100% sicher. So, jetzt sind wir an dem Punkt angelangt, wo Taubsi auf die PC-Box verbannt wird. Ah, ich denke, das macht keinem was aus. Selbst euch nicht. Tschüss, Taubsi. Nein, Taubsi! Taubsi, komm wieder zurück! Ich weiß nicht, was ich ohne dich machen soll. Ich hab dich jedes Mal trainiert. Nein, okay. Wir wissen Bescheid. Ich bin die Pensionsleiterin. Kennst du dich mit Eiern aus? Mein Mann und ich haben Pokémon aufgezogen. Wir waren erstaunt, dass wir ein Ei fanden. Das ist doch unglaublich, oder? Soll ich eins der Pokémon aufziehen? Ja, ich muss mit dem Mann reden. Machen wir das noch epischer. Ich bin der Pensionsleiter. Kennst du dich mit Eiern aus? Ich habe Pokémon mit meiner Frau aufgezogen. Wir waren entsetzt, als wir ein Ei fanden. Das ist doch unglaublich, oder? Nun, möchtest du das Ei? Gut, nimm es, du darfst es behalten. Ich halte das Kurios-Ei, und zwar mit einem epischen Sound. Und ja, die Wahrscheinlichkeit, dass aus dem Kurios-Ei ein Shiny-Pokémon schlüpft, beträgt 1 zu 86. Das ist ungelogen so. Und deswegen können wir hoffen, ein Baby-Pokémon mit Shiny-Typ zu bekommen. Und das wäre ganz nice. So, wir können jedenfalls gegen die Wache kämpfen. Denn die Wachen kämpfen nur nachts über. Beziehungsweise abends, wenn es dunkel ist. Und ja, ich glaube, das Sinfucano ist Level 18. Das ist eine ganze Hausnummer. Level 17. Trotzdem ist es eine ganze Hausnummer. So, das dürfte mir fast alles abziehen. Volltreffer! Fail! So, Quapsel. Mach die Sache besser, Quapsel. Quapsel darf ich immerhin schon mal anfangen. Ja, es zieht da ungefähr ein Drittel der KP ab. So, jetzt könnte ich wieder einen Volltreffer gebrauchen. Kriege ich aber nicht. Kano greift weiterhin mit Biss an. Und ja, Quapsel trägt ja noch eine Beere. Was ein Glück. So. Aquaknarre eingesetzt und Fukano, denke ich mal, ist weg vom Fenster. So, jetzt habe ich den Vortreffer bekommen, aber natürlich viel zu spät. Und ja, Quapsel freut sich über die 331 Erfahrungspunkte. Du bist ein starker, junger Gegner. Ha, ich weiß, ich habe mich gut gehalten für mein Alter. Ich weiß, dass ich Pokémon gut aufziehen kann. Möchtest du dich davon überzeugen? Jo. Natürlich. Der liebe Bodo will kämpfen und er hat als erstes und als einziges Pokémon momentan ein Enton. 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 So. Hypnose. Enton. Enton ist richtig blöd. Nein, Enton ist ein cooles Pokémon, vor allen Dingen Enteron ist echt endgeil. Weil ich habe jetzt schon genug Wasser-Pokémon in meinem Team, wieso ich jetzt in Enton nicht trainieren will, sag mal. Es ging ja aber schnell hier mit Heuler. Aussetzer in der zweiten Generation ganz neu. Blockiert die zuletzt eingesetzte Attacke. In Pokémon Gelb war es noch so gewesen, dass eine Random-Attacke blockiert worden ist, was meistens dadurch nichts gebracht hatte. Und ja, der liebe Bodo ist schon besiegt. Und mein Igelava könnte noch einen Erfahrungspunkt gebrauchen. Und ja, die nächste Telefonnummer, die nützlich ist, denn der liebe Bodo ruft an, wenn es Sonderangebote im Kaufhaus gibt. Da man ja nicht jeden Tag entsprechend im Kaufhaus oben ist und nachschaut, ob Angebote sind, ist Bodos Nummer endpraktisch. Das muss man wirklich so sagen. Und ja, ich denke mal, für diesen Part ist es genug. Und in der nächsten Folge sehen wir uns wieder vor den Toren zu Dukatia City, einer epischen und zugleich der größten Stadt in Johto und in dem gesamten Spiel eigentlich auch. Und deswegen verabschiede ich mich mal. Wenn der Part euch gefallen hat, natürlich Daumen nach oben, favorisieren etc. Würde mich sehr freuen. Also ich sage bis dann, Servus und ciao.